Ja, willkommen zurück zum Umbau des Armageddon 8x8 Kippers mit der Hydraulik. Ja, zu der Hydraulik muss ich leider sagen, die ist nicht das Gelbe vom Ei und ich habe den Zylinder mal zerlegt und ja, ein bisschen vermessen und festgestellt, der wird nicht so hundertprozentig dicht, auch mit neuen Dichtungen nicht, weil das Flankenspiel einfach im Zylinder selber zu groß ist, so dass der einfach nicht 100% abdichten kann. Das gleiche Problem ist dann auch entstanden mit der Hydraulikpumpe, die ich zwar schon etwas umgebaut habe, hier, wie man sehen kann, mit anderen Anschlüssen und einem dazugehörigen Druckbegrenzerventil. Das ist dieses kleine Ding hier. Damit kann man den Druck runterregeln, wie man ihn möchte. Also ich habe den jetzt hier auf 16 oder 18 Bar stehen und das ist das Optimum und das reicht vollkommen aus für den Hubzylinder hier, der jetzt aus Edelstahl ist und die ganze Hydraulik ist natürlich jetzt dicht ohne irgendwelche Undichtigkeiten. Dann, wenn ich schon mal dran bin, habe ich mir gedacht, baust du auch bzw. machst du auch eine neue Pumpe rein. Und da habe ich hier diese kleine Pumpe eingebaut. Das schrauben wir mal gerade. Das ist einfach nur ein Schutz für den Brushless-Motor, damit beim Laden dann auch kein Dreck rein kann. Und ja, das ist hier jetzt die neue Mini-Hydraulikpumpe. Die ist auch Gummi gelagert, sodass keine Schwingungen auftauchen. Und sie auch ziemlich leise wirkt. Ja, diese Pumpe lässt sich auch einfach feinfühlig steuern und ganz leise. Also das heißt, man hört kaum etwas und ob vor oder zurück, man hört einfach nicht viel, weil sie ziemlich leise ist und durch das Gummigelagerte, durch diese Segmente, wo sie halt am Rahmen mit befestigt ist, hat sie auch keine Metallübertragung mehr und dadurch ist sie ziemlich leise. Das Wichtige an der ganzen Sache ist natürlich, es tropft nichts mehr, es ist alles dicht und der Druck stimmt, das Ventil funktioniert tadellos und die Anschlüsse sind auch alle mit speziellen Fittings befestigt.